So, hallo und herzlich willkommen bei Täglich grüßt das Murmeltier. Heute versuchen wir, den ewigen Kreislauf desselben Tages zu durchbrechen, indem wir absolut alle Mods aus dem Spiel entfernt haben. Alle Mods weg. Alles weg. Alles nur noch Vanilla-Grundspiel ohne alles. Und jetzt hoffe ich, dass das nicht mehr abstürzt. Es ist nämlich wirklich, also wenn es jetzt weiterhin abstürzt, obwohl jetzt alle Mods beseitigt sind, dann ist das Savegame leider kaputt. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir echt ein Problem alle miteinander. Weil dann weiß ich nicht, ob ich noch was machen kann. Gerade im Survival-Modus, da kann man ja nicht mal schnell irgendwie ein altes Savegame laden. Da gibt es 3 Autosaves und das war's dann. Und die werden also 3 Speicher von den letzten 3 Schlafpunkten. Und ja, ansonsten hast du Pech gehabt. Und das ist gemein. Ich finde das gemein. Ja, es ist wirklich ein bisschen ungünstig. Ich verstehe das ja, dass man im Survival-Modus nicht ständig speichern kann. Das macht ja auch viel aus und so. Aber wenn dann halt das Spiel nicht ordentlich funktioniert, dann ist das schlecht. Also ich meine, es lag jetzt höchstwahrscheinlich wirklich an den Mods. Aber wir wissen alle, dass Bethesda-Rollenspiele jetzt nicht die stabilsten Spiele sind. Die stürzen schon gern mal ab. Was auch an ihrer Komplexität natürlich liegt und sowas, ist eh ganz klar. Ein Mario, 2D-Mario oder sowas, kann man halt mal schnell so polischen, dass es da keine Bugs mehr gibt. Da findest du kein noch so kleinen Bug mehr. Na gut, jetzt momentan wieder Awesome Games Done Quick, die Speedrunner und so. Die Community findet immer noch irgendwelche ziemlich krassen Glitches und Bugs. Ach, wie grau und trostlos. Toastlos wahrscheinlich auch, aber trostlos die Welt auf einmal ist. So ganz ohne Wiese. Macht mich ein bisschen traurig. Naja. So, Supermutanten-Scharmützler, Captain-Kerl, Held. Du kriegst jetzt mal 2 Schütze, Schützen. Verdammt, jetzt hat er mich gesehen. Warum? Ich hätte echt gedacht, ich hätte echt gehofft, der sieht mich nicht. Wir hatten doch das Szenario sogar schon, dass ich auf Leute schieße und die sehen mich trotzdem nicht. Aber ich bin auch recht nah dran, oder? So im offenen Feld ist halt doch was anderes wie hier in den Städten, in den engen Gassen. Ist halt jetzt echt blöd gewesen, weil der erste Schuss mit seinem kritischen Schaden und so weiter, Schleichschaden, hätte ihn jetzt fast auf einen Schuss getötet. Dann ist er aber mutiert und hat sich wieder geheilt. Ich verstehe eh nicht ganz, was das genau für eine Mechanik sein soll, mit diesen Mutieren und so. Was das? Jemand da? Ja, hier. Das wär ein guter Kampf. Was? Hat er mich echt gehört? Hören die mich wirklich? Auf was schießen die denn? Bestimmt auf Dogmeat, oder? Die schießen immer auf Dogmeat. Oh, Dogmeat, du kannst dich doch nicht mit 3 Supermutanten anlegen. Einer davon ist ein Legendary Super Overlord. So, ich bin jetzt im Menü. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Okay, ich kann durchschalten. Ich werfe jetzt einfach mal auf gut Glück hier so eine Nuka-Granate hin. Es hat Katsching gemacht. Okay, Gunner, Mine. Sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, ich habe 2 getötet. Du dich nicht können ewig verstecken. Yeah, yeah. Ich mache jetzt Supermutanten-Pop. Ich mache jetzt eine Supermutanten-Pop-Band. Ich brauche noch ein paar andere, die mitmachen. Wir malen uns grün an. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen Bodybuilden und so. Das wird cool. Du dich nicht kannst ewig verstecken. Da, 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 da. Ich höre ein blödes Geräusch. Da jemand seien. Cool, oder? Ich würde die CD sofort kaufen. So, Moment, das sind mindestens noch 2. Einer. Hä? Und eine Mine. Und jetzt komme ich nicht mehr zu den Supermutanten rüber. Tja, so kann es manchmal gehen. Schade.
So, die mit ihren blöden X-Fenstern hier. Jetzt komm mal raus auf das offene Gelände. Yeah. Okay, jetzt schnell. Schnell schießen, bevor er wieder weg ist. Nochmal. Komm schon, nochmal. Ja, wir haben ihn erschossen. Jetzt ist er tot und wir looten ihn. Auch wenn er nicht viel hat. Oh, das ist die Zelda-Melodie. Ich muss aufpassen, nicht, dass Nintendo kommt und dieses Video hier löscht. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, muss nur der Falsche sehen und schon sagen die, nein, der singt da ganz klar eine verzerrte Version, eine ganz, ganz grässlich verzerrte Version von unserem Legend of Zelda-Lied. Moment mal, wer ruft denn da um Hilfe? Wer ruft denn da um Hilfe? Ist es bei den Gunnern drüben? Wahrscheinlich, oder? Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Aber ich weiß ja nicht, wohin. Ich höre dich ja nur so leise im Hintergrund irgendwie nuscheln. Ja? Nein? Du wirst mich nicht ersetzen. Du wirst mich nicht ersetzen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was? Wer da? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Wer hat mich denn da gesehen? Wo sind denn da schon wieder Supermutanten? Na, Supermutanten. Ah. Apropos. Nein, aufhören jetzt. Ich will nicht dauernd unsichtbar sein. So, jetzt passt auf. Nein, das wollen wir nicht. Ich will jetzt endlich zu Nick Valentine gehen, den Retten holen, suchen. Oh Mann, die sind ja echt überall, die Kerle. Mann. Dogmeat, hä? Wo sind wir denn hier wieder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, die kommen auf uns zu. Ich glaube, ich level mal schnell hoch, oder? Was sagst du? Ich sing schon momentan mehr als früher, oder? Jetzt, hier haben wir es. Guck mal, schleichen, schleichen. 40% schwerer zu entdecken und löst keine Minen des Feindes aus. Yeah. Heißt es, ich löse immer noch eigene Minen aus, oder wie? Oh Mann, ey, wir sind umzingelt. Okay. Nein, hier ist keiner. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, oh, schlechte Idee. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Hey, es hat funktioniert. So, Stimpak. Huh. Ich laufe ja eh schon. Ich kann nicht mehr laufen. Ich laufe schon so viel ich kann. Hey. Oh nein, da stand Heil dein Begleiter. Dogmeat ist verletzt. Und ich bin jetzt da reingegangen. Jetzt ist er wahrscheinlich auch nicht mehr draußen. Das ist jetzt echt doof. Das ist jetzt wirklich doof, weil jetzt ist er tot. Also nee, die Begleiter sterben ja nicht wirklich. Nach einer, ganz so konsequent waren sie dann doch nicht im Survival-Modus. Nach einer gewissen Zeit respawnt er wieder irgendwie in Sanctuary wahrscheinlich oder bei der Red Rocket Station oder so. Ich schaue jetzt mal nach. Vielleicht ist er noch draußen irgendwo, hoffentlich. Und die Supermutanten hoffentlich nicht mehr. Aber ansonsten habe ich halt jetzt längere Zeit keinen Hundebegleiter. Und ich wollte doch so ein Lone Wanderer Kampfhund Misch-Skill-Wesen werden. Weil ich glaube, dass das ziemlich mächtig ist. Ich glaube, Lone Wanderer plus Kampfhund maximiert, plus Schleichen und sowas. Ich glaube, dass man da ein ganz schöner Kämpfer ist. Oh oh, keine Mission, die heißt Heil deinen Begleiter. Oder? Ich weiß auch gar nicht, ob die hier drin wäre. Tio, tut mir leid, Dogmeat. Schwitzelige Menschen. Tut mir leid, Hundefleisch. Rache! Batsch. Der ist lustig umgefallen. Oh, der arme Hund. Oh Mann, das ist nervig. Das nervt mich wirklich. Jetzt habe ich keinen Dogmeat mehr. Und ohne Schnellreisemod heißt es, dass wir... Puh, so schnell kommen wir nicht mehr nach Sanctuary oder Red Rocket Station oder so. Zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Tja. Wo kommt das denn?
Vielleicht war sie doch nicht so gut, die Entscheidung. Weil wärst du nicht zu Skinny Malones Bande gegangen, würdest du jetzt eventuell noch leben. Ich kann es jetzt auch nicht versichern, keine Ahnung. Aber zumindest hätte ich dich vielleicht wahrscheinlich nicht umgebracht. Aber wer weiß. Wer weiß, wie das Leben so spielt. Er will den Detektiv befreien. Legt ihn um. Er will den Detektiv befreien. Hurra, legt ihn um. Dumm die dumm. Na kommt her. Zum Glück sind die so dumm wie Brot. Hä? Wo ist er denn hin? Der war doch gerade noch hier. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Oh nein! Wie konnte das passieren? Wir hatten doch alles gesichert. Habt ihr das gehört, wie schön ich jetzt passend zur Musik geschossen habe? Dann, 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 dann. Schön. So. Die KI ist echt toll, oder? Das gibt's doch nicht. Wo kann er nur sein? Ich glaube, ich gehe hier mal im offenen Feld ein paar Kreise. So findet er mich nie. Ach ja. Schön. So. Du Lümmel. Jetzt komm mal her. Aha. Wow, Malone macht Zockenhalter aus meinen Eingeweiden. Oder was er auch immer sagen wollte. Puh, der war gefährlich. Der Suizidkiller-Kerl. Ich glaube, ich nehme mal die doppelläufige. Auf die Reichweite dürfte die effektiv sein. Gebt mir mal bitte euer Zeug. Zumindest die Munition. Munition ist ja auch im Überlebensmodus jetzt nicht super schwer. Die kann man schon mal tragen. So, ich schleiche. Ich schleiche, weil Schleichen bedeutet, dass ich nicht Fallen auslöse. Eine Schlafmatratze. Cool, eine Schlafmatratze. Zum Glück war es eine Schlafmatratze und keine Wachmatratze, sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Okay, Fahrkarte kaufen, ganz genau. What? Na gut, dann eben nicht. Dann könnt ihr mich alle mal. Was haben wir hier? Ein Einsteigerschloss, das schaffen wir. Wir sind zufällig Einsteiger. Geschafft. Yeah, geschafft. Hier haben wir Wunderkleber, Superkleber. Auch nicht schlecht. Ein Safe, der ist aber expertös. Den kriegen wir leider nicht auf, aber ein paar Kronkorken, ein bisschen Klebstoff, ein paar Caps. Zweimal frisches Wasser und ein Kaugummi. Kaltes, klares Wasser und ein Kaugummi. Was will man mehr? Okay. Keine Nuka-Cola. Schade. Aber noch eine Matratze. Hey, doppelt hält besser. Ich habe mir gerade vorher schon irgendeine Krankheit eingefangen beim eine Stunde Schlafen. Warum das Ganze nicht nochmal riskieren? Wer braucht schon Aktionspunkte, wenn er hauptsächlich im Wets-Modus spielen will? Puh. Die werden überschätzt. Was habe ich denn? Ach, wir werden es nie erfahren. Ciao. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Gerade sagt er noch, hier muss ich mal was tun. Und schon komme ich und tu was. Oh oh, schon haben wir keine Aktionspunkte mehr. Ich schleiche mich mal ganz vorsichtig so ein bisschen weg hier. Okay, ganz leise. Ganz leise. Der sieht mich immer noch nicht und das war sein Todesurteil. Oh, der Arme. Was hat er denn? So, aufstehen. Nein, nein. Aufstehen und jetzt den Pippo öffnen. Brav. Gut gemacht. Gut gemacht, Schwein. So. Ach Gott, was haben wir denn? Was haben wir denn? Hey, haben wir einfach nur Durst und Hunger oder wie? Ach so, wir sind einfach nur dehydriert, wie blöd. Dann trinken wir doch mal 3 Liter Wasser. Von mir ist auch 4 Liter Wasser. Von mir ist auch 5 Liter Wasser. 5 Liter Wasser. Und er ist immer noch dehydriert. Du bist bescheuert. Du kannst nicht so viel trinken. Das geht auf die Nieren. Man kann auch zu viel trinken. Ah, wir sind immer noch ausgetrocknet. Wir sind immer noch ausgetrocknet, obwohl wir jetzt echt getrunken haben. Wie verrückt.
Ich finde es ein bisschen übertrieben. Also der Flüssigkeitskonsum ist ein bisschen übertrieben, finde ich persönlich. So, machen wir einen kritischen Kopfschuss. Aha, ein kritischer Kopfschuss mit 2,5-fachem Schaden. Der hätte jetzt, glaube ich, auch in der Powerrüstung stecken können und wäre tot. What? Ach so, weil der andere vor ihm steht. Na komm, noch ein Stück zur Seite. Aha, 92 nehmen wir. Finde ich schön, dass die einfach mal so auf gut Glück in meine Richtung schießen, auch wenn sie keine Ahnung haben, wo ich eigentlich genau bin. Das macht Sinn, nämlich. Hör auf, dich zu verstecken. Hör du doch auf, dich zu verstecken. Versprochen. Na gut, okay, von mir aus. Dann bin ich auch nett zu euch. Dann sind wir jetzt alle nett zueinander. Und, oh, Gefahr. Gefahr? Ich sehe hier gar keine Gefahr. Aber... Oh, oh. Vorsicht. Na komm, noch einer. Todesschütze. Tja. Jetzt ist er tot, der Todesschütze. Oh, oh, ich bin aber immer noch in Gefahr. Warum haben die mich jetzt gesehen? Naja, aber mein Gott, irgendwann müssen sie ja mal draufkommen, dass ich da wahrscheinlich bei dem einzigen Eingang bin. Vor allem, wenn die Schüsse immer von hier kommen. So, aber die Gefahr ist gleich gebannt. Verschwunden. Einfach so verschwunden. Ich glaub's ja gar nicht. Ein legendärer Todesschütze. Das finde ich gut. Ich mag legendäre Gegner, weil die bringen legendäre Waffen, die sie selber aber nicht benutzen. Finde ich cool. Finde ich cool, wenn die selber benutzen würden. In Titan Quest, dem legendären Titan Quest. Kennt ihr das? Sehr schönes Action-RPG. Gefällt mir sehr, sehr gut. Grim Dawn ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen, also zumindest in der Vollversion. Ist so der inoffizielle Nachfolger von Titan Quest. Ein super Spiel, Titan Quest. Titan Quest. Und da war es tatsächlich so, dass die Gegner, die legendäre Waffen droppen, diese auch tatsächlich in der Hand haben und benutzen, das heißt unter Umständen auch extrem stark sind. Und wenn man sie aber dann tötet und ihnen diese legendären Sachen aus der Tasche zieht, das war schon ziemlich cool. Ich fand das einfach cool, dass die tatsächlich benutzen und nicht nur so mit sich rumtragen, wie es halt meistens der Fall ist, dass die das droppen, aber halt nicht wirklich besitzen. Wisst ihr, was ich meine? Fand ich schön. Fand ich echt ganz gut. So. Nein, danke. Eine 10mm Pistole. Stimmt, ich habe noch die Plasma, die 10mm Plasma Pistole. Ist schon ziemlich cool. Wisst ihr was? Im Grunde macht's doch ohne Mods genauso viel Spaß, oder? Mir ist jetzt erst wieder eingefallen, dass ich überhaupt keine Mods installiert habe. Hier wird es ja auch echt keinen Unterschied machen. Ich werde nur, ganz ehrlich, ich werde die Zombies vermissen. Weil Ghule sind einfach viel stressiger und schwieriger. Wobei, ich wurde auch jetzt schon, ich wollte nämlich quasi zwischen zwei Folgen mal nochmal zu Hybris Comics, um da Grognacks Axt und so zu klauen. Damit wir quasi wieder auf dem gleichen Stand sind, wo wir jetzt sind. Aber da wurde ich dann, weil ich schon reingerusht bin, sofort von Zombies umzingelt und hatte echt keine Chance mehr. Dann war ich tot. Genau. Kann passieren. So kann es gehen. Mantets und Buff Out nehme ich gerne. Klebeband auch. Und ich schlafe hier eine Stunde, während der Kerl mich sucht. Hier drin findet er mich nicht. Hier bin ich schon sicher. So. Guten Morgen. Da hinten ist er doch. Ich sehe ihn doch mit seiner komischen Super Saiyajin Aura. Komm her, Super Saiyajin. Er ist vielleicht ein Super Saiyajin, aber ich bin ein Super Saiyan God. Yeah. Kamehameha, Motherfucker. So. Sehr schön. Und. Eine Lasermuskete. Chance auf Taumeln. Bei so einer Einzelschusswaffe ist Chance auf Taumeln eher so... wenn es jetzt irgendwie eine Schnellfeuerwaffe wäre und da eine Chance auf Taumeln, wird es sogar tatsächlich Sinn machen, weil dann kommen die Gegner überhaupt nicht mehr aus dem Taumeln raus. Dann taumeln die nur noch so durch die Gegend. Und das ist dann gut, weil dann kann man die quasi betäuben im Endeffekt. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier an der Stelle die Folge für heute mal ohne Absturz. Eine Folge ohne Absturz mit richtigen Progress. Wir sind richtig vorangekommen. Ach, ist es nicht toll.
Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.